schöne Schule gefunden. Ja, alles. Ich wurde auf Deutsch begrüßt, auf Deutsch durch die Schule geführt. Kein Wort Englisch. Na, wie geht's euch? Die Berliner Mauer, den Fall der Berliner Mauer in West-Belfast in einer Kirche. Ich habe gedacht, Belfast und Berlin, die haben auch viele Gemeinsamkeiten. Gibt es da nicht auch Parallelen, über die man nachdenken kann? Ja, und vielleicht ist es auch ein gutes Thema oder eine Überlegung für eure Prüfung. Hey, was ist das? Ein Stück der Mauer. Genau. Und weiß noch jemand, von welcher Seite der Berliner Mauer das ist? Ja, warum? Weil es, es ist im Markt. Super. Was meint ihr? Was hatte das der Mauerfall für eine Bedeutung? Was, warum war das so wichtig? Hat jemand eine Idee? Das ist meine Freiheit. Ja, genau. Freiheit. Und was noch? Die ganze Welt konnte zusammenkommen. Genau. Na, wie war die Welt vorher? Die ganze Welt. War getrennt, oder? Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich nicht nur für Deutschland wichtig. Nacht zum 13. August, einen Sonntag zum Sonntag, ein Wochenende, wenn die Deutschen sich erholen, ja, da kam es zum Bau der Berliner Mauer. 10.000 Volks- und Grenzpolizisten, also sozusagen die Polizei der DDR, und 7.000 Soldaten der Nationalen Volksarmee, die Armee der DDR, und viele hundert Panzer, sowjetische Truppen um Berlin, ja, die alle haben mitgeholfen, die Mauer zu bauen. Vor allem die Gefangenen, Ostdeutschen oder Westdeutschen? Das waren Ostdeutsche, manchmal auch Westdeutsche, die anderen zur Flucht verholfen haben. Am 9. November kommt jetzt das historische Datum, die Mauer fällt. Die Leute sind rausgerannt, zur Mauer gerannt, so sind sie gerannt. Und hier sieht man, es war totales Chaos. Ja? Alleine über den Grenzübergang in der Bornholmer Straße in Berlin kamen in 45 Minuten 20.000 Menschen über die Grenze nach Westen.